MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind wieder auf dem Hauptaccount und wie schon gesagt, wollen wir jetzt wahrscheinlich mal eine Runde mit dem Ibra Back to the Roots Team spielen. Und da ist ja aktuell Juventus an der Reihe. Haben wir auch schon Wappen gemacht und auch Trikots eingestellt. Und ja, dann gehen wir mal von diesen Oldie-Legenden weg zu dem Juventus-Team. Und das hätten wir hier. Und da werden wir noch eine kleine Änderung machen, nämlich den 81er Bonucci rein. Da ist er. So, und dann hätten wir hier ein komplettes Juve-Team, fast alles in Form. Und den Ibra natürlich auf der Bank, weil der wird eingewechselt werden, sobald wir das Spiel gestartet haben. So, alles klar, die Bank ist jetzt auch voll. Ibra ist noch drauf, sehr schön, passt alles. Fitnessmäßig würde ich sagen, machen wir nur mal hier dem Herrn Pirlo nochmal was drauf. Weil er ein bisschen rumheult. So, Pirlo hat auch sein Kärtchen und jetzt können wir uns eigentlich einen Gegner suchen. So, ich wurde übrigens des Öfteren nochmal gefragt, auch auf Facebook und so, ah, mach Tevez Team of the Season rein. Nee. Ich habe Tevez Team of the Season zweimal gespielt, also jetzt nicht zwei Spiele, sondern ich hatte ihn in zwei unterschiedlichen Teams und ich fand ihn beides mal wirklich nicht sonderlich pralle und deswegen habe ich mich gegen Tevez entschieden und für Pirlo. Ja, so viel mal dazu. Gegner hätten wir. Ja, doch, nehmen wir mal das hier. Müsste eigentlich klar gehen. Er hat Menü Wappen, dazu noch Menü Stadion, dazu ein paar Menü Spieler, aber ja, das ist mal wieder ein Premier League Team, alles in Ordnung, aber vorne wieder Cavani drin. Keine Ahnung warum, aber man sieht das so oft, dass das ganze Team sozusagen stimmt, außer ein Spieler, der vorne dann irgendwie in den Sturm reingekleistert wird. Naja, mir soll es Latte sein. Wir haben sogar Anstoß, passt perfekt. Dann können wir nämlich gleich den Herrn Ibrahimovic einwechseln. Kader, Vucinic raus und Ibrahimovic rein. So, dazu machen wir noch wieder schön 100 Druck, 100 Pressing. Das wäre hier. Und dann geht es jetzt mal los. Ne, 100 Druck, 100 Aggressivität ist es ja. Das verwechsel ich irgendwie immer. So, Vidal. Schicken wir mal hier gleich auf der Außen durch. Ja, ziehen wir nochmal zurück. Ah, da habe ich eigentlich hier die Schusstäuschungstaste gedrückt. Aber da hat er uns mit Rooney so gezogen, dass ich das gar nicht ausführen konnte. Und hier sind sich Pirlo und Vidic ein bisschen in die Quere gekommen. Sehr schön von Asamoah nachgesetzt. Ja komm, ziehen wir mal durch. Ziehen wir mal durch. Push-Taste. Ziehen wir in die Mitte. Asamoah geht in die Mitte, Asamoah! Und da kann das Ding gerade noch so abgefälscht werden. Ich habe erst gedacht, jo, machst du eine Flanke. Habe mich dann dagegen entschieden. Flanke jetzt aber von Evra und Asamoah ist wieder da. Jo, ich würde sagen, jetzt kommt erstmal Ibrahimovic rein, aber gute Anfangsphase. So, Ibra ist am Stissel. Und dann gucken wir mal hier, hüpp. Ja, nochmal hüpp. Ja, schön von Bonucci im zweiten dann. Ja, komm, schön drauf gehen, Jungs. Sehr schön schon wieder von Bonucci. Erstmal auf die Außen, auf dem Asamoah. Spielen wir vorne auf dem Zlatan. Chop von Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Und, ach. Ey. Alter, wir haben schon wieder so ein geiles Glück, Alter. Zlatan holt die Fackel raus, Pfosten. Dann kommt, glaube ich, von hinten Asamoah oder Pogba. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Black Beauty. Und ballert das Ding nochmal vor den Pfosten. Vidal bringt die Flanke. Ibra steht in der Mitte. Ibra nimmt das Ding mit dem linken. Aber kommt irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ibra, holst du nochmal das Bällchen? Ja, macht er. Ibra, Scoop-Turn. Ibra, Scoop-Turn. Ibrahimo. Boah, Alter. Ja, 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 ja. Junge, Junge, Junge. Da macht der Ibra einen Scoop-Turn nach dem anderen und schimmelt das Ding dann unten auf dem Pfosten. Geht aber leider nicht rein. Eckball, Ibra. Vidic steht leider da. So, Shinji Kagawa zieht an. Arturo Vidal läuft mit nach hinten. Und der Lobpass geht vorne auf Rooney. Wayne Rooney, wir kommen nicht dran mit niemandem. Und das hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn der Gegner einfach 15 Minuten überhaupt nichts auf die Kante bekommt. Dann aber das 1:0 macht. Naja, es ist ja jetzt hier noch die Ecke. Gucken wir mal. Hüpp, jopp. Na, hau das Ding daneben im Vidic. Junge, Junge, Junge. Was schon wieder für ein Spiel, ey. Alter, ich glaube FIFA hasst mich jetzt nur noch in FIFA 14. FIFA will, dass ich ganz schnell auf FIFA 15 umsteige, also mich überhaupt keine Gedanken mache, FIFA 14 weiterzuspielen.
Flanke kommt, Rooney steht, Keeper, kannst mal rauskommen. Oh, Cole läuft mit dem Ball, nee, Cole? Evra natürlich, läuft mit dem Ball ins Aus. Jetzt aber pushen hier, Messe. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Jetzt geht das Ding erstmal rein mit Cavani. Nein, jetzt aber, nein. Aber ehrlich gesagt kriegen wir den Ball noch nicht raus. Cazorla fackelt das Ding jetzt nochmal aufs Tor. Nächste Ecke, Wilshere. Und jetzt ist er drin? Nein, immer noch nicht, aber wieder mal der Ball beim Gegner. Cavani. Haben wir einmal, haben wir zweimal und jetzt hat der Gegner wieder den Ball. Manchmal ist es irgendwie unmöglich, den Ball zu bekommen, mal ohne Scheiß. Entweder ist er dann im Aus und dann wieder beim Gegner. Oder irgendwie kommt er andersweitig immer zum Gegner. Da vorne Ibrahimovic. Oh, Scheiße. Fuck, na gut, wäre eh abgefangen worden gewesen. Aber das war mal eigentlich ein geiler Pass, weil Ibra sehr geil vorne durchgestartet ist. Aber leider geht er nicht ganz durch die Lücke. Pass von Evra sah auch eigentlich ganz nice aus. Cazorla. Pirlo holt sich das Bällchen. Lichtsteiner. Ibra. Haben wir... Na, Ibra will den Ball. Ich dachte, der andere Spieler von uns geht dran. So, Cavani will ein bisschen rumdribbeln. Ja, lassen wir uns jetzt aber hier nicht machen. Chiellini ist am Start. Nochmal einer vorne. Ibra. Ein weiter geht aber leider nicht, weil die Jungs vorne nicht so ganz mitlaufen. Was öffnet sich jetzt da für eine Scheiße? Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht auf die Aufnahme hier. Wartet mal, ich muss gleich nochmal kurz gucken. Irgendwas auf meinem Laptop hat sich gerade geöffnet. Wo ist die Datei? Fragt er mich. Ja, das musst du doch am besten wissen, wo die Datei ist, meine Güte. Ah, stimmt, ich habe die Datei gelöscht. Scheiße. okay, gut, darum muss ich mich gleich kümmern. Dann nehmen wir das erstmal fertig auf, aber die Aufnahme scheint weiterzulaufen. So, Pirlo auf den Zlatan Ibrahimovic. Jetzt geht's weiter mit Lichtsteiner. In der Mitte ist nur Pirlo, deswegen erstmal auf den Ibra. Ibrahimovic, fackelt das Ding natürlich am Tor vorbei. Ja, ich dachte, er geht ein bisschen zentraler, beziehungsweise Ibra ist zentraler gegangen, aber dieser Pass kam einfach, ja, auf die Außen. Zlatan, Schusstäuschung, Zlatan und jetzt ist, ey, komm, Alter, jetzt hör doch mal auf. FIFA, ey, jetzt bitte. Ich weiß, dass du mich hasst, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut. So, nächster Pfosten, dritter in dem Spiel. Zlatan. Scoop-Turn, Zlatan, ah, an Vidic geht es leider nicht ganz vorbei, aber Pirlo, 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 ich weiß mit links, aber der schießt das Ding auch am Tor vorbei, hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn das jetzt wieder Aluminium gewesen wäre. Zlatan pusht hier, Vidic schießt uns wieder an, das ist ihm schon ein paar Mal passiert, sau gefährlich, was er da teilweise macht. Rooney will er hier den Lob bringen. Chiellini steht am Start. Caceres ein nach außen. Ich weiß gar nicht, was Caceres da macht. Das ist doch unser Außenverteidiger. Naja, wenigstens kein Innenverteidiger. Caceres. Ja, grätscht er da rum und mit Zabaleta steht er da noch hinten. So. Pirlo steht da. Pirlo steht da. Pirlo steht da. Ich weiß jetzt nochmal hier rüber. Evra, nochmal einen auf den Pirlo. Pirlo legt nochmal nach hinten ab. Vidal, Schusstäuschung. Vidal! Bah, da ballert er das Ding auch so drüber. Eieieiei. Hüpp, Ibra, hast du? Nicht. Gegen Kabay, also bitte. Naja, gut. Wilshere. Müsste Pirlo haben, hat er. Da will er ein bisschen zu viel... Hier rumlaufen mit dem lieben Herrn Wilshere. Vidal chippt ihn drüber auf Zlatan Ibrahimovic. Zlatan ist auch noch am Ball. Zlatan rennt hier gegen 1000 Leute. Schusstäuschung wird leider keine Schusstäuschung, sondern Schuss, ein Pass. So, jetzt wird es hier gerade, ja, wahrscheinlich, weil es hier gerade anfängt zu laggen, sehe ich gerade. So, hier nochmal zentral auf Vidal. Schusstäuschung. Na, Vidic. Und jetzt aufpassen, hier müsste Bonucci aber haben. Rooney ist jetzt nicht schnell, Alter. Jetzt hör bloß um. So. Schusstäuschung von Rooney. Sind wir fast noch dran gekommen, dürfte aber nichts werden. Außer das passiert natürlich. Fick dich! Ach komm, Alter! Auch wenn es jetzt abseits ist, dieses Drecks-Hurensohn-Spiel. Boah, ich will FIFA 15, aber ganz, ganz schnell. Boah, gib mir das auf den Sack. Wenn es eh schon scheiß Aktion vom Gegner ist, was er gar nicht so toll macht, weil ich meine, das wird eh nie klappen da mit der Flanke in den Rückraum. Ja, dann kommt der Ball natürlich, fick, dann kommt der Ball natürlich irgendwie anders noch zum Gegner.
Keine Ahnung, wie er mir diesen Ball jetzt noch da weggeholt hat. Ohne einen Foul vor allem mal wieder. Bei mir ist das aber mal sowas von Foul. So, Edinson Cavani. Caceres hat das Bällchen. Einen weiter nach vorne. Müssten wir haben. Haben wir. Zentral auf den Vidal. Weiter auf Ibra. Vidal bitte. Nicht auf den Gegner. Kagawa. Pff, lächerlich. So, Buffon. Boah, das Spiel, das bringt mich schon wieder echt zum Ausrasten. Halt einfach nur durch die Aktionen, die vorher schon gegen uns passiert sind. Und ja, für den Gegner läuft es dann halt einfach mal wieder, wie immer. So, gut, das Ding jetzt nochmal hier im Aus. Jetzt gibt es nochmal einen Einwurf und dann müsste es eigentlich Halbzeit geben. Und dann einfach nochmal ein bisschen pushen. Aber wieso habe ich das Ding mit Ibra schon wieder? Na gut, weil der Gegner mir wieder OP-mäßig mit Vidic das Ding weggegrätscht hat. Obwohl der Kerl eigentlich schon wieder eine halbe Stunde weg war. Cazorla, Vidal hat den Ball raus. So, Halbzeit. Oder? Gibt es jetzt wahrscheinlich noch einen Freistoß gegen mich? Nee. Es gibt Halbzeit. Sorry nochmal wegen diesem kurzen Ausraster gerade, aber da ging mir schon wieder das Blut in die Adern. Im Prinzip hat der Gegner sogar eine bessere Statistik, aber ihr habt das Spiel gesehen. Er hat einfach komplett gar keine Chance. Außer, ja, das Ding da, wo ich komplett ausgerastet bin. Vorher gab es keine Chance, sondern irgendwelche Longshots aus was weiß ich wie vielen Metern. Und wir hatten halt alleine dreimal Aluminium. Ich weiß, stimmt, diese Aluminiumschüsse zum Beispiel, die zählen nämlich, glaube ich, noch nicht mal als Torschüsse. Das mal so nebenbei. So, hier nochmal einen weiter nach vorne. Slater, nochmal hier einen weiter und jetzt da vorne durch. Sehr schön auf Lichtsteiner. Lichtsteiner, gehen wir einfach mal in die Mitte. Oh, und da fängt es wieder an zu laggen. Habt ihr vielleicht gesehen? So, Asamoah. Ah, schade, das war gefährlich, gegen Kabay hier ins Laufduell zu gehen. Ich meine, wir sind zwar schneller, aber FIFA kennt nicht nur schnell. So, hier drüben nochmal einen rüber. Shinji Kagawa. Cavani dürfte nichts werden, gut. Puh. Okay, weiter pushen jetzt hier und dann machen wir unser Türchen und gut ist die Sache. Vidal. Gehen wir einfach mal über die Außen durch, dürften wir durch sein, sind wir durch. So, jetzt laufen wir da gegen Ashley Cole. Da sind wir eigentlich auch schneller, aber das ist FIFA ja egal. Deswegen Vidal und jetzt in den Rückraum auf Ibrahimovic. Klappt überhaupt nicht, weil er die Flanke wieder nicht reinbekommt. Keine Ahnung warum. Lichtsteiner, schaffst du. Sehr gut. Lichti pusht sich. Nochmal einen weiter. Pogba an die Kante. Nochmal einen zurück. Asamoah. Pirlo lauft da vorne in die Lücke. Danke. Pirlo. Ja, okay, da könnte Pirlo jetzt mal nichts machen. War ein bisschen sehr eng. So, haben wir wieder. Pirlo auf Ibra. Ja, Ibra. Ah, will den Hackenpass suchen. Nochmal einen vorne. Ibra. Scoop-Turn. Ibrahimovic. Oh, schießt seinen eigenen Mann an. Vidal. Okay, aufpassen. Jetzt gibt es wieder Konter. So. Bonucci. Oh, wieso lasst ihr den in der Mitte bitte so frei? Aber gut, er macht's schlecht. Kommt aber wieder an den Ball dran. So. Zentral. Vidal bringt einen sehr schlechten Pass. Vidal bis jetzt ein ziemlicher Fail in diesem Spiel, muss ich mal sagen. Kommt irgendwie kein Pass an und wenn er mal schießt, geht der Ball irgendwie komplett drüber. So, weiter geht's hier. Evra erstmal hier auf die Seite und jetzt können wir hier außen nochmal durch. Wenn da mal diese Bälle durchgehen würden, können wir hier abfangen. Evra erst, dann kommt er natürlich wieder zu Rooney. Cazorla zentral auf Kagawa. Und den bringt er, will er hier rüberbringen. Caceres ist aber am Stissel. So, Ibra, sehr schön. Ibrahimovic pusht sich natürlich. So. Ja, hier wieder den Scoop-Turn. Jetzt sind wir hier durch. Ach komm, Alter. Ich wusste es irgendwie schon, dass dieser Ficker wieder in unseren Ball reinläuft. Unser eigener Spieler. Lichtsteiner nämlich. Der mir eigentlich bis jetzt ganz gut gefallen hat. Hat ein paar gute Zweikämpfe gewonnen. Und das ist ja so ein bisschen seine Aufgabe. Wupp, wo dieser Ball hingehen soll, da scheiden sich die Geister. Cavani, haben wir, ach, das denkst du dir, Alter. Ich sollte aufhören zu sagen, den haben wir. Cazorla, wieder das Ding vorbei. Gut, jetzt hatte der Gegner auf jeden Fall auch schon mal Chancen, also das kann ich definitiv sagen. Ich sage immer noch, dass wir mit Abstand bessere hatten, aber das bringt ja einfach überhaupt nichts, weil bei uns gar nichts reingeht. Pirlo, da drüben jetzt mal auf Lichtsteiner. Ich meine, passen kann der Pirlo ja. Lichtsteiner. Und da ist der Cole. Cole spielt uns leider nicht ganz in die Füße. Kagawa. Schön, Lichtsteiner. Komm, holen dir nochmal. Cole kommt wieder am Ball. Fackelt das Ding einfach nur nach vorne. Aber kommt natürlich an. Haben ja in unserem Loppas-Team gesehen, wie einfach das geht. Oh, oh, oh. Das war jetzt mal ein bisschen gefährlich von mir. Ja.
Vidal dürfte eine Passquote von 0 haben. Also kein Pass an Mann gebracht. Ich meine, für diesen Pass jetzt eben konnte er überhaupt nichts. Da wollte ich das Ding nur noch rausfackeln, aber ja, gut. Was willst du machen? So, 72 Minuten rum. Das ist schon wieder so ein Spiel. Der Gegner ist sicherlich kein schlechter. Aber wenn das Spiel einfach mal normal laufen würde und wir wirklich diese zwei Tore am Anfang machen, dann wird der Gegner hier mal sowas von kein Land sehen. Aber naja, es ist halt einfach nicht so, dass FIFA will, dass ich hier nochmal was hole. So, Cole, 74. Wir gewinnen das Spiel noch, auch wenn es jetzt auf dem letzten Drücker ist. Vidic auf Koscielny. Ja, spielt er nochmal auf die Außen und der Ball ist im Aus. Komm, hol den Ball, Asamoah, erstmal nach hinten. So, Asamoah, Lauf. So, kriegen wir ihn durch? Nein, natürlich nicht, aber Wilshere läuft Gott sei Dank ins Aus. Asamoah wieder nach hinten. Nochmal einen zentral nach vorne. Pogba, zentral auf Pirlo. Nochmal einen auf... Oh, Pogba wollte ich eigentlich nochmal. Okay, jetzt nochmal auf Pogba. Pogba, push doch mal deinen Körper, Mann. So, gut, macht er aber nicht. Cavani. Oh, sogar Skill-Move setzt er ein. Oh, Cazorla, wie schnell er ist. Es ist so unglaublich. Cazorla ist natürlich eigentlich bombenlahm. Also jetzt in FIFA, nicht in Real Life. Und, Alter, wie er einfach nur Bonucci wie sonst was abhängt, als wäre Akbon Lahor in Person. So, jetzt vorne nochmal Ibra durch. Jetzt bist du doch durch, Ibra. Doch, Vidic. Vidic. Überall ist Vidic. 9 Minuten, komm, hol dir doch mal den Ball. Scheiß verfickter Keeper, Alter. Oh, ich war echt gut drauf, aber das Spiel hat mir schon mal wieder sowas von die Lust genommen. Gott sei Dank ist das erstmal für mich jetzt gerade die letzte Aufnahme, weil ich muss erstmal wieder klarkommen. Pisst mich einfach nur an sowas. Wenn einfach alles komisch läuft. So. Macht doch ganz witzig da mit Cavani, wenn es geplant war. Eigentlich auch gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es geplant war. Ich glaube einfach, dass er sein Stick mal wieder so ein bisschen rumgedreht hat. Und ja, das ist genau das, womit ich gerechnet habe. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch in Ordnung, weil seitdem ich hier in meinem Rage-Modus Nummer 1 drin bin, ja, spiele ich auch einfach nur noch scheiße. Und ja, deswegen hier 1-0 für den Gegner. Ich glaube, ich werde echt nur noch Niederlagen bis FIFA 15 hochladen. Kommt mir gerade echt so vor. Boah, ist so ärgerlich. Caceres, ja, bringt den Ball natürlich komplett wieder zum Gegner, was aber auch daran liegt, dass Pirlo sich kein bisschen freiläuft. Jetzt macht der Gegner natürlich noch Zeitspiel, weil er eine richtige Fotze ist. Ein richtiges Kind, ein richtiges Baby, eine richtige Muschi. So, hüpp. So, schön nochmal nach vorne gebracht. Nochmal einen vorne auf Zlatan. Nochmal vorne auf den Pirlo. Nochmal auf den Zlatan. Zlatan jetzt Scoop-Turn, geht durch. Zlatan geht durch. Zlatan, Alter, Vidic, fick dich einfach nur. Evra. Komm, bring ihn jetzt nochmal abseits bestimmt. Ach, dann läuft er da vorne im Abseits rum. Ey, meine Fresse, Alter. Los, jetzt lauf den Ball ab. Wilshere, ja, Spiel auf Zeit, du richtige Fotze. Jetzt hol dir den Ball noch, Ibra, komm. Nochmal, komm, einmal nach vorne noch. Jetzt kommen wir noch einmal nach vorne. Pirlo, bring ihn weiter auf Ibra. Ja, wird eh vorher abgepfiffen. Du bist eine richtige Fotze, Alter. Und, boah, ich beende das Video jetzt. Alter. Ach, mein Gott, ey. Oh, Mann, da könnte ich so heulen, ey. Was ist das schon wieder für ein Spiel gewesen? Ohne Scheiß, was ist das schon wieder für ein Spiel gewesen? Erstmal, ich treffe anscheinend nicht mehr das Tor, aber ich werde auch nur noch von EA verarscht. Kannst du doch nicht anders sagen. Buffon, Spieler des Tages, lutscht mir die Eier, Ibra dreimal Pfosten geschossen, Mann. Lol, Alter, statistikmäßig ist er übertriebenst vorne. Jetzt aber zählt doch mal bitte die... Ja gut, wie gesagt, ich habe ja auch beim 1-0 von ihm gesagt, dass es in Ordnung war. Weil seitdem, nachdem ich in dieser Rage-Phase drin war, habe ich natürlich nur noch Scheiße gespielt. Und dann ist das auch in Ordnung. Gut, Gegner hat gewonnen. Aber ich sag's euch, wenn einfach mal der Anfang ein bisschen anders verläuft, dann schippe ich das Ding hier 4-0, 5-0. Und das ist jetzt nicht, weil ich mich selber zu hoch einschätze. Aber wir haben den Gegner einfach in den ersten 15 Minuten nur an die Wand gespielt. Der kam gar nicht aus der Hälfte raus. Ich hau ihm das Ding dreimal von Pfosten. Und ja, dann komischerweise, der EA-Switch schaltet sich um und du kriegst einfach nur noch auf die Fresse. Also es ist einfach
das allerletzte von diesem Drecks-Publisher. Nee, Publisher ist ja wieder was anderes. Entwickler. Halt, boah, es geht mir so krass auf den Sack. Ohne Scheiß. Ich bin echt richtig pissig. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel hochlade, ey. Naja, schauen wir mal. Gut, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.